Ist der gerade wieder reingekommen? Ja. Wie dumm ist der denn? Ey, Slavik! Bist du wieder da? Guck mal jetzt bitte auf die Mitte von deinem Bildschirm. Guck mal bitte extra für dich. Nee. Und rein in die Reactions. Bisschen was lernen? Kurz was lernen vielleicht? Reptilien, die Reptilien. 4,5 Jahre. So alt wie ein 4,5 Jahre altes Lebewesen. Australien war nicht von Anfang an auf dieser Welt. Okay. Australien ist irgendwo, irgendwann von Urahnen des Schnabeltiers gebaut worden. Da lernt man was. Als die ersten Europäer nach Australien kamen, starben 150 Millionen Einwohner aus. Das ist schade. Es gab nur wenige Überreste. Keine alten Einwohner, keine jungen Einwohner und keine Einwohner aus Indien, Afrika, Südamerika und Antarktika, die wir heute als Geringverdiener bezeichnen. Ich heiße Richard Smith und ich stehe auf deine Mutter. Für einen Alter. Geologen wie mich ist jedes Lebewesen ein Zeuge für den ewigen Kampf ums Reichwerden. Wenn sie je davon geträumt haben, die Geschichte der Erde bis in ihre Tiefen zu entdecken, dann sind sie hier falsch. Heute halten wir die Pflanzen um uns herum für gesellige, smarte und sexy Wesen. Wir atmen ihre Kleinkinder und nutzen sie aus. Was? Genau so eine Pflanze hat hier irgendwo zum ersten Mal ihre Mutter geschlagen. Wenn sie dies hier leben, für einen gewöhnlichen Hang am Straßenrand einer hübschen, aber unbedeutenden Landstraße halten, dann liegen sie völlig richtig. Diese Felsen beinhalten 150 Millionen Bitcoin. Alter! Scheiß Minecraft-Sounds, Digga. Wie die Riffe selbst, so sind auch die Fische des Devons im Nordwesten erstaunlich gut erhalten. Aber immerhin etwa eine von 4 Milliarden Knollen bringt einen Treffer. Und wenn man dann einen Gogo-Fisch fängt, fängt man nie einen Gogo-Fisch. Ach so. Was meinst du, Gavin? Es ist eindeutig tot. Seit dem Ordovizium hatten sich die Fische weiterentwickelt. Sie verfügten jetzt über Kiefer, Flossen und eine eigene Visitenkarte. Voll krass für Fische. Hallo, mein Großer, du bist wirklich was Besonderes. Der australische Wasserfisch Neoceratodus forsteri. Ich versuche ihn zu töten, hoffe ich. Der australische Wasserfisch. Diese Jungs waren bereits da, 100 Millionen Jahre bevor die Welt existierte. Und falls Sie sich Sorgen machen, weil der Fisch auf dem Trockenen liegt, er heißt nicht ohne Grund Fisch. Er ist tot. Die Westernstadt in New South Wales galt schon immer als ziemlich weit weg von überall. Ah, guck mal da, Digga. Aber die Erde der Trias war das Reich der Reptilien. Einige begannen zu fliegen. Andere begannen Bitcoin zu halten. Auf dem Land gab es eidechsenartige Reptilien, säugetierartige Reptilien, reptilartige Reptilien, schnabeltierartige Reptilien und Reptilien. Und Reptilien. Als die Wasserfische im Devon aus dem Meer ins Süßwasser wanderten, brachten sie die Fähigkeit mit zu puzzeln, wenn es hart auf hart kam. Macht Sinn. Das Mesozoikum war eine Scheiß-Epoche. Die Erde war frei von Glück. Australien war verschwunden. Okay. Selbst der Dinosauriersaurus und der Strategiesaurus war verschwunden. Aber am größten und häufigsten sind die der pflanzenfressenden Ungetüme, die wir Coxsaurier nennen. Okay. Da drüben ist eins. Die Urahnen des Schnabeltiers durchstöberten die Billabongs und Flussläufe Australiens mindestens 120 Millionen Mal am Tag. Das niedrig wachsende Dickicht bot einen perfekten feuchten Schutz unter dem andere Arthropoden, die Tausendfüßler, Hundertfüßler und 20 Millionen Füßler. Ich krieg immer so Anfall davon, wenn ich so Insekten sehe, Digga. Immer wenn ich Insekten sehe, will ich da draufschlagen, Bro. Bah, Digga, Insekten sind so ekelhaft. Digga, wenn du so Insekten siehst, ich will einfach mit meiner Faust immer weiter da draufboxen, bis es tot ist, Mann. Umzug nach Kanada abschließen konnten. Wie alle Reiche neigte sich auch das der Dinosaurier seinem Ende zu. Sie hätten es sogar überleben können, wenn sie überlebt hätten. Ach so, na klar.
Eine undurchdringliche Dunkelheit aus Ruß, Staub und Afrika senkte sich über die Welt. Digga, das ist wirklich, achso, das ist der letzte Scheiß hier. Ich werde absolut dämlich, Mann. Sie dauerte Monate. Ich werde ja absolut verblödet. Wenn nicht sogar 1,5 Jahre. Alter, und die Dinosaurier starben aus. Okay, schade. Schade, wirklich. Der Canovindra Grossi ertrinkt im Gewässer. Mittlerweile ist es Tradition, dass jeder Saurier, dessen Knochen hier gefunden wird, einen Spitznamen bekommt, der etwas mit Dinkelberg zu tun hat. Ah, Dinkelberg. Stellen Sie sich einmal vor, das hier wäre deine Mutter. Mhm. Und hier drüben ist du. Danke für nichts, Mann. Top, wirklich. Also mal wieder Top-Video, Alter. Da werde ich auf jeden Fall Big Baba Bubu Garstig dämlich dumm.